Wenn Sie jetzt 100 Jahre nach dem Ereignis von 1914, ja, diese Erfahrung, dieses Laboratorium einer bitteren Erfahrung, ja, vor Augen führen, für beide Länder, Frankreich und Deutschland, was würden Sie sagen, geht junge Menschen davon an? Lange Jahrzeit hat man sich mit dem Topos der Urkatastrophe gerettet. Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Das wurde ja rauf und runter dekliniert von allen Historikern und Journalisten. Jetzt ist das 20. Jahrhundert vorbei, wir sind im 21. Jahrhundert, ist das auch noch die Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts. Und ich bin der festen Meinung und versuche das auch durch das, was ich schreibe, ein bisschen näher zu bringen, dass etwas ganz anderes heute wichtig ist. Nicht das Katastrophale, das haben wir genug gesehen. Urkatastrophe hat eine Alliteration zu Naturkatastrophe. Und man darf nicht unterschätzen, dass die Kraft des Topos auch daher kommt. Dass dann zu schnell dann sagt, das ist eine Katastrophe, die ist über die Menschen hineingebrochen. Da kann man nicht richtig was machen, da kann man nur staunen.